Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 13. Es ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung, Gesetz zur Novellierung des Hessischen Dolmetscher- und Übersetzergesetzes und zur Änderung des Hessischen Justizkostengesetzes, Drucksache 9274-9095, beide aus 20. Und ich bitte Herrn Heinz für die Berichterstattung nach vorne. Herr Präsident, der Rechtspolitische Ausschuss empfiehlt einstimmig bei Enthaltung der Fraktion DIE LINKE, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Danke, Herr Heinz, für die Berichterstattung. Es ist keine Aussprache vorgesehen. Deswegen komme ich unmittelbar zur Abstimmung. Wer dem Gesetzentwurf seine Zustimmung geben möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das sind SPD, Bündnis 90, die Grünen, CDU, die Freien Demokraten und die AfD. Wer stimmt dagegen? Das ist niemand. Wer enthält sich? Das ist die Fraktion DIE LINKE. Damit hat der Entwurf eine Mehrheit gefunden und wird zum Gesetz erhoben.